Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft. Und ihr seht schon am Titel, Erster Weltkrieg. Völliges Neuland und viele von euch haben ja gesagt, Mensch, mach doch mal was über den Ersten Weltkrieg. Mache ich ja gerne, wenn ich was habe. Aber mittlerweile habe ich was bekommen. Und zwar, hier vor mir liegt der Brief von Peter aus Wien. Und Peter hat einen Großvater, der, und jetzt muss ich genau gucken, nur 1879 geboren, 1960 gestorben, der von 1914 bis 1918 im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Und diese Aufzeichnung, das ist eine DIN A4-Blattsammlung mit, ich glaube, 20 oder 25 Seiten, da hat er niedergeschrieben, was er erlebt hat. Also sicherlich hat er das nach dem Krieg mit der Schreibmaschine geschrieben, trotz alledem hat er es aufgeschrieben. Und das werde ich heute beginnen vorzutragen. Ich muss mal gucken, wie viele Teile das werden. Auf jeden Fall werden wir dann mal in die Betrachtungsweise eines Frontsoldaten im Ersten Weltkrieg eintauchen. Ist für mich auch was Neues. Ich bin da schon ganz aufgeregt, wenn ich das vortragen kann und darf. Ich habe leider keine Fotos und auch keine Fotos von dem Mann selber. Deswegen werde ich wie immer mir irgendwas aus dem Internet zusammensuchen, was so ein bisschen mit der Thematik zu tun hat. Also ich hoffe, das ist auch interessant. Also ich bin selber schon, wie gesagt, gespannt, was das ist und was das wird. Das werde ich jetzt mal vortragen. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das auch oder darf ja nicht gefallen sein, sondern euch holt das irgendwie auch ab und das ist vielleicht auch mal was für euch. In diesem Sinne würde ich sagen, wir steigen mal ein in die Erlebnisse von diesem Frontsoldaten. Es ist der 1. August 1914. Im Gasthaus zur Bretze im Baumgarten in der Linzer Straße 184 in Wien werde ich gemustert und für felddiensttauglich befunden. Nach unserem Schwur für Gott, Kaiser und Vaterland werden wir Rekruten in einer Schule im 14. Bezirk Kauergasse 3 für die Verwendung im Wachdienst vorbereitet. Zum Schlafen und Essen dürfen wir nach Hause gehen. Am 10. August erhalten wir die feldgraue Montur und werden nach Macheck in Marsch gesetzt. Dort bewachen wir eine Brücke. Das ist ein ruhiger Posten, und in uns keimt die Hoffnung, dass wir hier bleiben können, bis der Krieg vorbei ist. Leider werden wir schon nach 10 Tagen von älteren Soldaten, also über 40-Jährigen, abgelöst. Also geht es vorerst zurück nach Wien in die Kauergasse. Dort werden wir als 2. Marschbataillon, bestehend aus 4 Kompanien, aufgestellt. Die Kameraden der 1. und 2. Kompanie sind in Wien beheimatet. Aber die Soldaten der 3. und 4. Kompanie stammen aus Znaim und Iglau. Es sind lauter gediente Landsturmleute im Alter von 35 bis 38 Jahren. Ich werde der 2. Kompanie zugeteilt. Mehrmals marschieren wir nach Kagran zur Schießstätte und schießen dort auf Scheiben und Figuren. Am 2. September ziehen wir gegen Russland ins Feld. Mit der Nordbahn fahren wir in Richtung Galizien bis nach Trezebina. Das ist eine kleine jüdische Stadt. Wir werden in einer Zinkfabrik auf Strohlagern einquartiert. Ich sehe mir die Arbeiten in der Fabrik an und stelle fest, dass hier auch Silber geschmolzen wird. An Wein, Bier, Zigarren und gutem Essen mangelt es uns nicht. Auch vom Feinde gibt es noch keine Spur. 8 Tage bleiben wir vor Ort, bis wir leider aufbrechen müssen. Weiter geht es nach Olkutz, eine kleinere Stadt mit einer Aluminiumfabrik. Von dort kommen wir über Pelica, einen Ort mit einer Spiritusfabrik, nach Michow. Das ist eine größere Stadt mit einer Garnison. Wir erhalten den Befehl, die Wälder nach versprengten Kosaken zu durchstreifen. Aber es wird niemand gefunden. In der Nacht vom 18. auf den 19. September bin ich als Feldwache eingeteilt. Es regnet und ist kalt. Die Uniform ist durchnässt. Ich habe seit 4 Tagen nichts gegessen. Täglich marschieren wir 40 bis 50 Kilometer. Es gibt keine Feldküche. Der Train, unser Nachschub, führt die Kessel mit sich. Aber mit seinen großen und breiten Fuhrwerken kann der Train die engen Feldwege nicht befahren. Es kommt nicht nach und wir bleiben hungrig. Am 25. September treffen wir früh in Krakau ein. Der Zug ist die ganze Nacht gefahren und wir sind dankbar, dass wir am Bahnhof heißes Wasser zum Trinken erhalten. Wir beziehen ein Quartier in der Kvodaderska Ulica.
Das ist ein Privathaus mit schön großen Fenstern. Auf dem Parkettboden bereiten wir Stroh für unser Nachtlager aus. Die Zeit in Krakau verbringen wir mit Übungen, vor allem Kapselschießen. Es geht uns hier sehr gut. Am Abend des 15. Oktober gibt es Alarm. Mit der Bahn werden wir nach Michow transportiert, um die Gegend bis Prosiewicz zu durchstreifen. Während der Fahrt verlieren wir den Kameraden Bilavki. Er ist einfach aus dem Waggon gesprungen und davongelaufen. Auf dem Rückmarsch nach Krakau legen wir am 20. Oktober einen Rasttag in der Ortschaft Glano ein. Es ist ein schöner Tag. Wir liegen auf einer Wiese und schonen die Füße. Die 60 Kilometer bis Krakau legen wir am nächsten Tag zurück. Die Zeit in Krakau ist erfüllt mit Übungen und feldmäßigem Schießen. Anfang November wird der Belagerungszustand über die Stadt verhängt. Alle Zivilisten, die nicht genug Lebensmittel für 3 Monate haben, müssen Krakau verlassen. Das trifft besonders die armen Menschen. Auf den Bahnhöfen drängen sich Frauen und Kinder unter großem Jammer zusammen. Es ist schrecklich, dieses mit anzusehen. Oft müssen sie tagelang warten, bis sie befördert werden können. Meine Kameraden und ich fahren über Trzebina und Czarnow nach Ostpreußen in den Ort Myslowitz. Die Reise dauert 2 Tage. Seit Krakau haben wir nichts gegessen. In Myslowitz lagern wir in einem Bergwerk und werden versorgt. Früh um 7 Uhr geht es nach Katowice und von dort weiter nach Bendin. Dort bleiben wir über Nacht am Bahnhof und erhalten Verpflegung. Am nächsten Tag geht es mit der Bahn weiter nach Laci. Die Bahnhöfe werden alle von deutschen Soldaten demoliert, die Gleise weggerissen und fortgeführt. Wir marschieren 2 Tage und stoßen am Abend des 14. November in Rietschabek endlich wieder zu unserem Bataillon. Es ist schon sehr kalt geworden und wir sind froh, dass wir in einer Scheune übernachten können. Am 17. November ziehen wir in Schwarmlinie dem Russen entgegen. Ein fürchterliches Artilleriefeuer geht auf uns nieder. Granaten und Schrapnelle schlagen zu Hunderten in unseren Linien ein. Wir liegen frei im Felde und sind nicht eingegraben. Die Kugeln sausen an uns vorbei, dass uns Hören und Sehen vergeht. Wir müssen zurück. Am Abend erreichen wir eine Ortschaft, aber es ist schwer, ein Quartier zu bekommen. Alles ist voll mit Verwundeten und wir sind gezwungen, im freien Feld zu übernachten. Es sind -12 Grad und es liegt Schnee. Mit etwas Glück gelingt es mir, in einem Stall zu den Pferden zu kriechen. Schlafen kann ich nicht. Die Bilder des Tages gehen mir nicht aus dem Sinn. Aber es ist nicht so kalt wie im Freien. In der Früh gibt es einen schwarzen Kaffee und dann geht es wieder in die Schwarmlinie. Das Gefecht ist schrecklich. In einer Mulde wird der Kamerad Molek in den Bauch getroffen und stirbt. Er ist der erste Gefallene in unserer 2. Kompanie. Um uns brennen die Ortschaften und färben den Himmel in ein unheilvolles Rot. Wir stürmen gegen die Russen an. Sie weichen zurück. Trotzdem können wir viele Gefangene machen. Das Feuer erstirbt allmählich, bis in der Nacht Stille einkehrt. Die Toten und Verwundeten liegen auf dem Feld. Vereinzelt hört man ein leiser werdendes Stöhnen. Ich hebe einen Grab für Molek aus und beerdige ihn. Er ruhe sanft. 12 Uhr nachts erreiche ich die Feldküche und esse etwas Reisfleisch. Hastig fülle ich meinen Magen. Kaum bin ich mit dem Essen fertig, als erneut ein Angriffsbefehl gegeben wird. Wir rücken vor bis zum Morgen. Um 6 Uhr wird die Front wieder lebhaft. Feuer aus hunderten Gewehren und Geschützen fegt über das Gefechtsfeld. Dem Feldwebel Bekahin wird von einem Schrapnell der Kopf abgetrennt. Mit einem Herzschuss fällt der Kamerad Greschi. Beide sind von der 1. Kompanie. Wir stürmen gegen die feindlichen Linien an. Bei der Ortschaft Gluschi machen wir 700 Gefangene. Ein russischer Fähnrich wendet sich an mich und meint, Österreich wird sich zu Tode siegen. Von hier geht es nicht mehr vor und auch nicht mehr zurück. Wir sind mitten im freien Feld und müssen uns eingraben. Die Erde ist gefroren. Nur jeder 2. Mann hat einen Spaten, aber es gelingt uns, für alle Kameraden ein Schützenloch zu schaufeln. In diesen Löchern sollen wir nun ausharren, bis Hilfe eintrifft. Nach 3 Tagen werden wir abgelöst und können endlich aus unseren Löchern kriechen.
Wir marschieren nach Zalesny. Die Hälfte der Häuser in der kleinen Ortschaft ist abgebrannt und die Bewohner sind geflüchtet. Es ist ein Bild des Jammers. Wir bleiben 3 Tage im Ort. Dann müssen wir wieder in die Stellung. Die Russen greifen uns in der Nacht an. Eine schreckliche Schießerei fordert Tote und Verwundete auf beiden Seiten. Wir schlagen die Russen bis nach Slowizi zurück. Dort heben wir an einem Wall Stellung aus und verschanzen uns bis zum 15. Dezember. Der Feind befindet sich im Rückzug. Es gelingt uns, ihn in unserem Vormarsch bis an den Fluss niederzutreiben. Am 21. Dezember entbrennt eine große Schlacht bei Pingtsov. Unsere Pioniere schlagen eine Brücke über den Nieder, sodass wir auf die andere Uferseite kommen. Gemeinsam mit dem größten Teil der Kameraden schaffe ich es nach drüben. Plötzlich fliegt die Brücke in einem ohrenbetäubenden Lärm in die Luft. Die Russen haben sie gesprengt und schlagen uns zurück. Viele Kameraden versinken im Sumpf oder werden vom Feind gefangen genommen. Es ist bereits finstere Nacht, aber der Lärm der Schlacht ebbt nicht ab. Ein schreckliches Gebrüll liegt in der Luft. Orte brennen lichterloh. In der Kälte stöhnen Verwundete. In diesen bitteren Stunden verlieren wir 4000 Mann. Nebel zieht auf und hüllt die Szenerie in einen gespenstischen Schleier. Meine Kameraden und ich graben uns auf dem Feld ein. Um 6 Uhr ziehen wir uns in eine Ortschaft zurück. Wir kochen einen Kaffee, den wir nach diesem Grauen und der Kälte bitter nötig haben. Nach 2 Stunden marschieren wir weiter nach Turi. Dort erholen wir uns bis zum 23. Dezember. Es ist der 24. Dezember. Daheim begehen unsere Lieben den Heiligen Abend. Für uns findet er nicht statt. Der Feind ist ruhig, doch wir haben Befehl, die ganze Nacht zu schießen. An der Front gibt es kein Christkind. Da ist die Religion Nebensache. Am 30. Dezember werden wir abgelöst und marschieren über Michalow und Kutsobow nach Slota. Der Marsch zieht sich über Tag und Nacht. Wir erreichen Slota am frühen Morgen des 31. Dezember. Ich möchte am liebsten umfallen, werde aber für die ganze Nacht als Wache eingeteilt. An Neujahr findet ein Feldgottesdienst auf einer Wiese statt. Dort verkündet der gottesfürchtige Feldkurat, wie schön das Sterben auf dem Feld der Ehre ist. Das hat einen bitteren Beigeschmack. Aber er macht uns auch Hoffnung, als er davon spricht, dass der Friede in diesem Jahr kommen muss. Wir möchten alle daran glauben. Es werden auch einige Offiziere und Unteroffiziere befördert. Ich bin hundemüde und froh, als dieser Spuk endlich vorüber ist. Bis zum 3. Januar bleiben wir in Slota. Dann marschieren wir nach Wabawratski. Um 12 Uhr nachts kommen wir in der kleinen Ortschaft an. In einem Haus kommen wir unter. Die Unteroffiziere belegen ein beengtes Zimmer im Erdgeschoss und die Mannschaft liegt auf dem Heuboden. Dort ist es sehr kalt. In der näheren Umgebung gibt es keinen Wald und somit ist auch kein Holz zum Heizen da. Um etwas Wärme zu bekommen, schneiden wir ein wenig brennbares Material aus dem Dach heraus. Dabei durfte uns bloß niemand erwischen. Im Ort ist es ziemlich ruhig. Nur selten fliegt eine Granate über uns hinweg. Bis zum 3. Februar bleiben wir hier. Dann marschieren wir nach Problowice. Dort werden wir zur Landwehr 32 eingeteilt. Bis jetzt waren wir ein selbstständiges Bataillon. Tag für Tag existieren wir wie die Rekruten. Es ist zum Verzweifeln bei diesem Sauhaufen. Ich bin heilfroh, als wir die Stellung bei Jukow an der Nieder aufbrechen. Dort ist es sehr gefährlich. Bei Tag und Nacht werden wir stark beschossen. In der Frühe gehe ich zur Nieder, um mich zu waschen. Dort entdecke ich einen Russen. Er zeigt mir, dass ich nicht schießen soll. Auch ich versuche mit Gesten, ihn zu beruhigen. Für diesen kurzen Moment haben wir einen kleinen Frieden geschlossen, von Soldat zu Soldat. Ich gebe ihm einige Zigaretten im Austausch gegen den Zucker, welchen er mir anbietet. Nach 4 Tagen marschieren wir zurück nach Slota. Dort graben wir Stellung. Auch die Bewohner aus dem Ort müssen mitarbeiten. Alter und Geschlecht spielen hier keine Rolle. Unwillige werden mit dem Bajonett aus ihren Häusern geholt. Auf Befehl von Feldwebel Drabak werden ein 70-jähriger Mann und 2 junge Burschen in einem Garten an Obstbäume gebunden. Ich muss bei ihnen Wache stehen. Mir gefällt das nicht. Es sind arme Menschen, denen man den Krieg aufzwingt.
Ich habe genug von sogenannten Kulturmenschen wie Drabek, die hilflose Menschen verprügeln. Das ist keine Heldentat, sondern Feigheit. Um 5 Uhr beginnt der Abmarsch aus Slaughter. 20 Stunden marschieren wir ununterbrochen und ohne Verpflegung. Mir wird während des Marsches schlecht und ich schlafe im Gehen auch mehrmals ein. Um 1 Uhr in der Früh erreichen wir die Stellung bei Opodowitsch. Ich werde bis 6 Uhr als Feldwache eingeteilt. Die Kälte ist fürchterlich und der Hunger schmerzt. Erst am Abend gibt es etwas zu essen. Bei Tag kann die Feldküche nicht zu uns herausfahren. Zu groß ist die Gefahr, dass sie dann angeschossen werden. Ich habe Zweifel und frage mich, wer aus diesem Krieg überhaupt einen Nutzen zieht. Mir ist niemand bekannt. Alles kommt mir wie ein großer Schwindel vor. Wir armen Trottel halten den Kopf hin, während in der Heimat wohlhabende Menschen im Trockenen sitzen und es sich gut gehen lassen. Das Frühjahr bricht an und wir bauen unsere Stellung aus. Wir legen Gärten an und graben einen Brunnen zum Waschen und Trinken. In meinem Unterstand stelle ich ein Bild des heiligen Josef. Am 27. April wird unsere Ruhe plötzlich gestört. Fürchterliches Artilleriefeuer geht nieder, bei Tag und Nacht, ohne Unterlass. Wir wissen, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Wir rücken am 1. Mai in die vorderste Stellung vor. Der Kamerad Leser und ich schleppen eine Patronenkiste heran, werden aber im feindlichen Feuer festgenagelt. Die ganze Nacht harren wir aus. Erst in der Frühe wird es etwas ruhiger und wir laufen schnell zurück. Der Feind ist bei der Ortschaft Demblin durchgebrochen. Unter fürchterlichem Artilleriebeschuss kämpfen wir uns an den Ort heran. Meine Kameraden und ich verschanzen uns in einer Mulde, die durch Bäume gegen Sicht geschützt ist. Äste und Laub gehen auf unsere Stellung nieder. Es bleiben nur kahle Stämme zurück. 8 Tage lang kann sich der Feind in Demblin halten. Dann zieht er sich zurück. Auf ihrem Rückzug brennen die Russen alles nieder. Sie zünden Häuser und auch Wälder an. Menschen und Tiere nehmen sie mit. Bis in die kleinste Stadt Silisowitsch drängen wir den Feind. Im Gefecht wird der Zugführer Zigalowitz an der Hand verwundet. Es ist der 13. Mai. Der Ort ist genommen und wir marschieren den ganzen Tag bis nach Gorki. Dort wird der Sanitätsmann Peter Teuring verwundet. Ein schrecklicher Kanonendonner liegt Tag und Nacht in der Luft. Jede Minute kann uns der Tod ereilen. Es ist die Hölle auf Erden. Nach diesen fürchterlichen Stürmen, kaputt an Leib und Seele, kommen wir in eine menschenverlassene Ortschaft. Bis auf ein paar Häuser ist hier alles abgebrannt. Die Russen mussten einige Tiere zurücklassen. Hühner, Enten und Schweine sind noch da. Es wird gebraten und gekocht. Auch unserem Oberleutnant Schmidt geben wir eine Schale von der guten Hühnersuppe. Das ist eine Wohltat, nach dieser langen Zeit wieder etwas Anständiges essen zu können. Leider müssen wir nach einigen Tagen weiterziehen. Unser Vormarsch kommt vor der Stadt Klementow zum Erliegen. Der Russe hat unseren Ansturm zurückgeworfen. Eilends versuchen wir, uns auf den Feldern einzugraben. Aber der Boden ist voller Steine und wir kommen nicht hinein. Zu unserem Glück setzt der Feind nicht nach. Am 22. Mai verstärken wir die Landwehr 13 bei ihrem Sturmangriff oberhalb von Klementow. Wir zwingen den Feind zum Rückzug und machen über 300 Gefangene, zahlen dafür bei einem schrecklichen Preis. Feldwebel Wurzer, der gefreite Hauptner, die Kameraden Dunkel, Paulischek und Lichtenstein sind tot. Auch der Oberleutnant der Landwehr 13, der uns zum Angriff hinzugeholt hat, ist gefallen. Sie waren junge Männer zwischen 30 und 40 Jahren. Unsere Kameraden Zwittak, Pivonka, Krammel, Renzel, Hielink und Macho sind verwundet. Wir graben uns im Felde ein und besetzen die Stellung so gut wie möglich. Der Feind bleibt ruhig.
Am Abend tragen wir die Toten zusammen und begraben sie. Einen Tag bleiben wir in dieser Stellung, dann geht es wieder vorwärts. Die Russen haben ihre Stellung etwas nach hinten verlegt. Über einige Wochen zieht sich ein zäher Kampf, bis Klimentow genommen ist. Bei Kohin entbrennt erneut ein Gefecht, bei dem wir den Oberleutnant Glob und den Leutnant Schmidt verlieren. Weiter geht es gegen Sandomir. Wir stürmen in die schöne Stadt hinein. Die Verteidigung ist so stark, dass wir zurückweichen und uns auf einem Friedhof am Stadtrand eingraben müssen. Einen Monat lang halten wir uns in dieser Stellung. Die Stadt wird vor unseren Augen komplett zerschossen. Kein Haus bleibt verschont. Als wir den Friedhof endlich verlassen können und vorsichtig in den Stadtkern vorrücken, ist keine Seele mehr hier. Die Stadt hat sich in eine Ruine verwandelt. Am 24. Juni marschieren wir in Richtung Osten gegen Kharkov. Dort stoßen wir auf eine starke russische Verteidigung in Form einer befestigten Hügelkuppe. Wir werden mit einer Drahtschere ausgerüstet, um den am Hügel verlegten Stacheldraht überwinden zu können. Um 3 Uhr nachmittags stürmen wir aus einer Mulde heraus den Hügel hinauf. Der Feind lässt uns bis ganz dicht an die Kuppe herankommen, dann schlägt uns Maschinengewehrfeuer entgegen. In 4 Stunden verlieren wir vom Regiment Landwehr 32 nicht weniger als 1080 Mann. Tote und Verwundete säumen den Hügel. Oberleutnant Fechtner, Zugführer Stemmer, die Kameraden Hahn und Renner sind gefallen. Oberleutnant Schubert, die Kameraden Schwinger und Ruprecht sind verwundet. Nach 2 Tagen räumt der Feind seine Stellung. Das hat sich nicht ausgezahlt. Ich kann meine Wut kaum bändigen. Der Oberst unseres Regiments hat uns hier in den Tod hineingetrieben. Er selbst sitzt 30 oder 40 Kilometer hinter der Front in Sicherheit und führt am Kartentisch einen Krieg in Wohlergehen und Überfluss. Die arme Mannschaft, für den Oberst nur ein weiteres Fähnchen auf der Karte, zahlt hier vorn den Preis, muss hungern und stirbt für seine Entscheidung. Warum konnten wir nicht einfach diese 2 Tage abwarten, bis der Feind sich zurückzieht? All diese Menschenleben wären verschont worden. Es bleibt wenig Zeit, neue Kraft zu sammeln. Tag und Nacht, ohne Rast und Ruhe, marschieren wir hinauf gegen Sokal. Vor Erschöpfung kann die Hälfte der Kameraden nicht mehr weiter und bleibt liegen. Die Sanitäter nehmen nur junge Männer mit, die völlig kaputt sind. Mit Stecken und Prügel wird der Rest vorangetrieben. Ein schweres Gewitter setzt ein und wir suchen Schutz in einem Wald und kriechen unter die Bäume. Mein Kamerad Leser und ich sind eingeschlafen. Als wir erwachen, stellen wir fest, dass das Regiment fort ist. Wir sind so erschöpft, dass wir nicht gehört haben, dass sie aufgebrochen sind. Da wir nicht wissen, in welche Richtung sie weitermarschiert sind, irren wir einige Tage alleine umher. Schließlich stoßen wir auf die Landwehr 11 und gehen mit diesen nach Miletsch, über die Weichsel, nach Galizien bis nach Tarnowitsch. Dort stoßen wir auf unser 11. Marschbataillon und den Zugführer Gruber. Dem 11. Marschbataillon gehören lauter 18- und 19-jährige Burschen an, die blutjung in den Krieg geschickt wurden. Da wir inzwischen fronterfahrene Soldaten sind, werden wir diesen Burschen als Instruktoren zugeteilt. Quartier beziehen wir in Scheunen. Die Rationen sind so gering, dass wir vor lauter Hunger nicht schlafen können. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als bei den Bauern zu betteln. Aber wir bekommen nicht viel von ihnen, da sie selbst nichts haben. Am 19. Juli rückt die Mannschaft aus. Ich bin für andere Aufgaben eingeteilt und bleibe zurück. Mit hungrigem Magen schleiche ich mich in den Ort und stehle einem Juden ein Huhn. Das bereite ich sofort zu und teile es mit Leser. Für uns ist es wie ein Festtag. Am 20. Juli marschieren wir zum Bahnhof in Miletsch. Mit dem Zug fahren wir von dort über Jaroslav nach Lemberg. Außerhalb von Lemberg lagern wir auf einer Wiese. Von dort marschieren wir am 24. Juli weiter nach Zolkiew. Auch dort beziehen wir unser Lager im Freien außerhalb der Stadt. Als Verpflegung muss eine Konserve herhalten. In dieser Gegend ist Typhus ausgebrochen und es ist verboten, aus den Brunnen zu trinken. Als 3 junge Soldaten dabei ertappt werden, wie sie sich aus dem Brunnen bedienen, wird mir befohlen, diese zur Strafe anzubinden. Sie fangen an zu weinen und ich sage ihnen, dass sie sich nichts draus machen sollen
und ich Ihnen kein weiteres Leid antun werde. Befehl ist Befehl. Ich gehe zum Oberleutnant und bitte darum, die Strafe auszusetzen. Das tut er und ich kann die Soldaten losbinden. Wir haben im Bataillon einige fähige Offiziere. Hauptmann Hengst und Leutnant Bloch sind intelligent und haben keine Angst davor, den höheren Dienstgraden auch mal zu widersprechen. Vor Ort bilden wir die 18- und 19-jährigen Burschen aus. Täglich geht es zum Exzessieren. Es ist nicht einfach mit der Verständigung. Viele der frisch gebackenen Soldaten stammen aus Polen. Zu meinem Glück sind viele Juden darunter, die Deutsch sprechen können und mir als Dolmetscher zur Seite stehen. An einem Sonntag kehren wir in Tanavschek in ein Gasthaus ein. Dort gibt es einen ungenießbaren roten Wein und einen halbwegs trinkbaren Schnaps. Leser ist diesem Fusel verfallen und schnell voll wie eine Haubitze. Im Rausch stiehlt er eine Flasche aus der Bar und läuft davon. Der vor Wut schäumende Wirt verfolgt ihn. Zur Vorsicht folge ich den beiden und kann Leser die Flasche in einem günstigen Moment abnehmen. Ich verstecke sie in einem Kartoffelfeld. Der Wirt erstattet Anzeige bei unserem Vorgesetzten und es wird ihm umgehend geholfen. Zu Lesers Glück ist die Flasche unauffindbar und er bleibt ohne Strafe. Später schleichen wir zurück auf das Feld. Die Flasche ist tatsächlich noch dort. Zu zweit vernichten wir das Gesöff und sind so betrunken, dass wir erst am nächsten Morgen auf einer Wiese erwachen. Halbwegs nüchtern kehren wir zu unseren Kameraden zurück. Niemand hat gemerkt, dass wir fort waren. Mit den Jungen exzessieren wir bis Mittag. Zu essen gibt es leider kaum etwas. Die Bauern sind völlig ausgeplündert. Es ist ständig Militär vor Ort. Einmal sind es die Russen und dann wieder wir. Egal ob Freund oder Feind, alle bringen ihren Hunger mit. Alles Essbare ist schon aufgezehrt worden. Entsprechend misstrauisch sind die Bauern geworden. Was ihnen geblieben ist, haben sie fest vor uns Wölfen verschlossen. Wir marschieren nach Sakalski, übernachten im Freilager auf einer Wiese und ziehen weiter nach Sukal. Dort können Leser und ich uns wieder unserer Kompanie anschließen. Wir erhalten Befehl, Befestigung zu errichten. Das Kommando hat Oberleutnant Schaller, ein Oberösterreicher und Menschenschinder. Vor dem Krieg ist er Mittelschullehrer gewesen. Alles muss zwei- oder dreimal gemacht werden, weil dieser Mensch befiehlt, bevor er überlegt. Wir bauen Unterstände und graben Stellung, nur um diese später wieder niederzureißen und an eine andere Stelle noch einmal anzulegen. Bei Tag und Nacht werden wir von diesem Teufel gemartert. Der Oberleutnant schlägt die alten Soldaten wie Lausbuben. Sollte er sich das bei mir erlauben, dann ist er fällig. Vor unserer Stellung liegen die Toten und können nicht beerdigt werden. Es ist heiß und die verfaulenen Leiber stinken fürchterlich. Aus ihnen erheben sich Myriaden von Fliegen, die uns ständig umgeben. Bei Sokal haben wir 30.000 Mann verloren. Sie sind gefallen, verwundet worden oder wurden vom Feind gefangen genommen. Das Infanterieregiment 11 von Bissek beklagt allein 1.550 Verluste. Ich bin krank und kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Daher gehe ich nach Sokal zur Marodenvisite. Von dort schickt man mich in eine Scheune, wo ich mir Tee kochen soll und mich hinlegen darf. Im Hotel zur Post sind die Herren Offiziere untergebracht. Jeden Abend spielt euch drinnen die Musik, bei Alkohol, Tabak, Essen und Frauengesellschaft. Am 28. August brechen wir in die vorderste Linie auf. Bei Tag und Nacht marschieren wir. An einigen Tagen legen wir 40 bis 60 Kilometer zurück. Zu unserem Glück regnet es nicht und ist warm. Auch zu essen gibt es. Nun muss man selbst kochen. Hühner, Enten, Gänse und Schweine wandern in unsere Mägen. Die Russen weichen weiter zurück. Vor Erschöpfung bleiben auf dem Marsch immer wieder Kameraden am Wegesrand liegen. Oftmals finden diese Nachzügler erst später wieder Anschluss an die Truppe. Auch mich trifft es diesmal. 8 Tage bin ich allein unterwegs und ernähre mich von Hühnern. In diesen Tagen geht es mir besser als bei der Kompanie. Der Vormarsch dauert diesmal sehr lange. Uns werden nur ein paar Stunden Schlaf zugebilligt und schon geht es weiter. Feldwebel Gieswein, im zivilen Leben ein Kellner, treibt mit Prügel und Revolver in der Hand jene Soldaten an, die nicht mehr weitermarschieren können. Es ist der 9. September 1915. Ich bin erschöpft und setze mich ein wenig nieder. Schon sind Oberleutnant Schaller und Feldwebel Gieswein zur Stelle und brüllen auf uns ein.
Was für Hunde, Schweine und insgesamt eine faule Horde wir doch seien. Auf die Androhung, mit dem Revolver erschossen zu werden, erheben sich die meisten Kameraden und schleppen sich fort. Auch ich nehme meine letzte Kraft zusammen und gehe weiter. Um 10 Uhr nachts liegt alles am Wege. Trotz der ganzen Prügel geht es nicht mehr. Wie ein Stier brüllt der Oberleutnant von seinem Pferd herab. Ich habe den Eindruck, dass er nur Angst davor hat, dass ihm jene Auszeichnung entgeht, die wir ihm erst verdienen sollen. In diesem ganzen Durcheinander verschwinden Leser, Turek und ich in einer Scheune und vergraben uns im Heu. Wir sind so kaputt, dass wir erst am nächsten Morgen um 9 Uhr erwachen. Das Regiment ist fort. Uns wird klar, dass wir die Kameraden an diesem Tag nicht mehr einholen können. Auf unserem Weg entdecken wir ein leerstehendes Jägerhaus, in welchem ein Backtrog mit Teig bereitsteht. Schnell sind einige Hühner gefangen, die wir braten. Aus dem Teig backen wir Brot. Die Kameraden bekommen es allmählich mit der Angst zu tun, dass wir endgültig den Anschluss verlieren. Also setzen wir nach einer kurzen Stärkung unsere Reise ins Ungewisse fort. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Es ist bereits finster, als wir ein kleines Haus erreichen. Müde steigen wir auf den Boden hinauf, um dort zu schlafen. Ich werde durch Stimmen geweckt. Unter uns brennt Licht. Auch die Kameraden sind nun wach. Der Schrecken sitzt tief. Es sind die Russen. Wir verhalten uns ruhig und werden Zeugen, wie sich die russischen Soldaten einen Tee kochen. 2 Stunden lang harren wir aus. Dann verlassen die ungebetenen Gäste das Haus. Heilfroh, dass sie uns nicht bemerkt haben, schlafen wir wieder ein. Am nächsten Morgen treffen wir einen polnischen Zugführer der Landwehr 32. Auch er weiß nicht, wo sich unsere Truppe befindet. Er schließt sich uns an und wir gehen einige Tage, bis wir eine deutsche Kolonie erreichen. Ein Bauer nimmt uns bei sich auf, gibt uns zu essen und zu trinken. Er meint, wir sollen doch einige Tage bei ihm bleiben. Aber Leser bekommt eine solche Angst, dass er schon nach einem Tag gemeinsam mit dem Zugführer aufbricht. Turek und ich folgen ihnen mit etwas Abstand. Wir haben uns zerstritten. Leser und ich sind seit Beginn des Krieges die besten Kameraden gewesen. Ich habe alles mit ihm geteilt, da er nicht kochen kann. Nun läuft er mit diesem Polen davon. Ich bin enttäuscht, aber froh, dass Turek an meiner Seite ist. Er ist ein Tscheche und ich verstehe mich mit ihm gut. Zu zweit gehen wir, bis wir das Ufer des kleinen Flusses Ikwa erreichen. Vor Ort hat sich das Brigadekommando einquartiert. Wir melden uns als Versprengte und werden kurzerhand der Landwehr 10 zugeteilt. Mit den neuen Kameraden marschieren wir in die nächste Ortschaft. Dort wird gerastet, die Wäsche gewaschen und auch wir reinigen uns gründlich. Schnell ist der Plan gefasst, aus den vielen Zwetschgen in dieser Gegend Zwetschgenknödel zu garen. Gemeinsam mit den Kameraden pflücken wir, was die Bäume hergeben. Von den Bauern wird ein Sack Mehl requiriert. Die Vorfreude ist riesengroß. Genau in dem Moment, als die Knödel gegart werden, gibt es Alarm. Schnell packen wir die Ausrüstung zusammen, hängen die Gewehre um und brechen auf. Es wird bis in die Nacht hinein marschiert. Auf einem Feld rasten wir. Als Verpflegung gibt es Fleisch und Gemüse. Wir wundern uns, wo die Zwetschgenknödel stecken. Die ganze Vorfreude verblasst, als wir erfahren, dass die Knödel auf Befehl in die Ikwa geschüttet wurden. Unser Marsch endet in der Nähe von Dubno. Auch hier sind die Ortschaften leer und zu großen Teilen auch niedergebrannt. Aber es wurden viele Nutztiere zurückgelassen. Wir stärken uns ausgiebig. Am 15. September 1915 greifen wir den Feind an. Es geht heiß zu und wir beklagen einige Tote und auch Verwundete. Mit den Kameraden stoße ich am 17. September durch einen Wald in einer Ortschaft vor. Das Gefecht ist fürchterlich. Haus für Haus müssen wir den Russen abringen. In der Ortsmitte, auf einer kleinen Anhöhe, erhebt sich die Kirche. Dort angelangt, werde ich unter Feuer genommen. Schnell rette ich mich in ein Haus.
Plötzlich bin ich von Russen umgeben. Es sind 11 Mann. Ich bin völlig außer mir und halte mein Gewehr schussbereit in der Hand. Sie sind scheinbar überrascht und ergeben sich. Turek stößt zu mir. Er kann sich ein wenig mit den Feinden verständigen. Tatsächlich sitzen wir wenig später gemeinsam am Tisch und vertilgen Brot, Käse und Obst. Mit den 11 Gefangenen gehen wir wenig später die Anhöhe hinunter. Turek läuft vorne weg, die Russen hinterher und ich bilde das Schlusslicht. Wir kommen an einen Bach, über den ein breiter Pfosten als behelfsmäßige Brücke verlegt ist. Einer nach dem anderen kommt so auf die andere Seite des Baches. Etwa die Hälfte unserer Gemeinschaft ist schon drüben, als mich ein Schuss in beide Oberschenkel trifft. Ich falle um, spüre ein höllisches Brennen und mir wird schwarz vor Augen. Als ich wieder wache, liege ich mit 3 anderen Verwundeten in einem Haus. Es geht mir hundsmiserabel. Turek und die russischen Gefangenen haben mich von der Brücke hier hineingetragen und auf Heu gebettet. Die Gefangenen hat Turek im Anschluss einem Zugführer übergeben. Er bleibt die Nacht über bis zum nächsten Abend um 6 Uhr bei mir. Dann endlich treffen Sanitäter ein, die mich abholen und zu einem Hilfsverbandsplatz tragen. Der Transport mit mir auf der Trage ist beschwerlich. Es geht über einen Berg und die Sanitäter müssen mehrmals vor Beschuss in Deckung gehen. Ich habe Angst, noch einmal getroffen zu werden. Nach langen Umwegen kommen wir um 9 Uhr nachts am Hilfsverbandsplatz an. Ich werde von einem Arzt verbunden und in eine Scheune gelegt. Hier liegen bereits 22 Verwundete. Die Umstände sind erbärmlich. Früher wurden dieser Scheune Pferde untergestellt. Als Lager für die Verwundeten ist Maisstroh ausgelegt. Darunter und daneben ist alles schlammig. Einmal kurz abstützen und man ist schmutzig. Der Arzt muss ständig ins Feld. Zurück bleiben ein Feldwebel und 4 Sanitäter. Aber es kümmert sich niemand um uns. Es gibt nichts zu essen oder zu trinken. Keiner lässt sich blicken. Nach 2 Tagen ohne Nahrung haben wir Hunger wie die Wölfe und machen einen fürchterlichen Lärm. Es erscheint ein Mann, der bereit ist, uns einen Tee zu kochen, wenn jeder ihm 20 Heller gibt. Die Hitze und der Gestank in der Scheune sind kaum noch auszuhalten. Niemand kann sich wegen den Verletzungen rühren. Die Feldküchen fahren vorüber, ohne uns etwas zu geben. Wieder brüllen wir: Hunger! Hunger! So lange, bis endlich ein Offizier hört. Er betritt die Scheune und fragt, was hier los ist. Wir schildern ihm unsere Situation und er veranlasst, dass wir verpflegt werden. Am nächsten Abend werden wir mit Bauernwagen abgeholt und zum Divisionshilfsplatz gefahren. Es geht die ganze Nacht über Stock und Stein. Die Schmerzen auf dieser Fahrt sind schlimm. Endlich angekommen, werden wir an eine Scheune gebracht. Man gibt uns Tee und Brot. Ein Arzt legt mir grob neue Verbände an. Gegen Mittag werden wir wieder auf Bauernwagen aufgeladen. Unser Ziel ist ein Spital in Brody. Im Ort werden wir in einer Schule auf Steinpflaster gebettet. Es ist sehr kalt und mein Zustand verschlechtert sich. Mir ist so übel, dass ich einen Sanitäter darum bitte, dass er mir etwas gegen die Schmerzen gibt. Aber er gibt keine Antwort und läuft weiter. Irgendwann muss jemandem aufgefallen sein, wie es um mich steht, denn ich werde in ein Bett getragen. Nach 13 Monaten endlich wieder ein Bett, das ist eine Wohltat. Leider ist der Aufenthalt nur von kurzer Dauer. Brody muss geräumt werden, da die Russen durchgebrochen sind. Wir werden zur Bahn geführt. Von dort geht es über die Karpaten nach Ungarn in einen anderen Ort und dort in ein Barackenlager. Die Ärzte und Schwestern sind alles Ungarn. Sie haben kein Herz für uns Österreicher und das spüren wir an der Versorgung. Ich muss mir aus Wien 20 Kronen schicken lassen, um ein wenig bei der knappen Kost nachzuhelfen. Nach 14 Tagen kann ich die Beine allmählich wieder belasten und auch schon ein wenig gehen. Ich bin froh, wieder von hier fortzukommen. Es geht mit der Bahn nach Österreich über Wien nach Krems. In Krems komme ich ins Truppenspital. Die Freude ist riesengroß, als ich meinen Bruder Ludwig und anschließend meine Eltern besuche. Alle haben mir Essen mitgebracht. Wieder vergehen 14 Tage. Dann werde ich nach Wien ins Technik-Kriegsspital verlegt. Endlich bin ich daheim bei meinen Lieben und darf auch zu Hause schlafen. Die Zeit verstreicht in Windeseile und ich hoffe, nicht mehr einrücken zu müssen. Doch leider nimmt der Krieg kein Ende.
Am 1. Mai 1916 werde ich nach Oberst St. Veit in die Amalienschule einberufen. Hier wird viel exerziert und auch im Wienerwald geübt. Für den Anbau und die Ernte erhalten wir Urlaub. Ich unterstütze meinen Vater in Egelsee und komme gut über den Sommer. Eine Marschkompanie nach der anderen wird nach Russland geschickt. Auch ich kann mich nicht länger in der Heimat halten. Mit der 46. Marschkompanie geht es nach Glodno. Wir werden in eine Schule einquartiert. Täglich geht es zum feldmäßigen Schießen hinaus. Es ist Oktober und nasskalt. Das alles wäre erträglich, würde die Versorgung nicht so knapp und gäbe es nicht den Oberleutnant Griesler. Er ist Ungar und mag uns nicht. Das beruht auf Gegenseitigkeit, denn er macht uns das Leben zur Qual. Jeden Tag fürchten wir uns, mit ihm zusammenzustoßen. Als wir eines Tages vom feldmäßigen Schießen zur Mittagszeit zurückkehren, ist die Versorgung noch nicht fertig, obwohl bereits um 1 Uhr erneut Aufstellung zum Schießen genommen werden soll. Wie ein Stier stürmt der Oberleutnant auf alles und jeden los, brüllt nach dem Diensthabenden. Ohne ihn anzuhören, schlägt der Oberleutnant mit einem Haselstecken auf Korporal Stefan ein. Der Korporal ist 46 Jahre alt und im zivilen Leben ein Schuhmacher aus Wien. Als der Feldwebel Krüssenbeck, ebenfalls ein Wiener Schuhmacher, hinzustößt, bekommt er den Hasenstock zu spüren. Als die Gepeinigten zu Boden gehen, gibt es für die Mannschaft kein Halten mehr. Der Oberleutnant wird gepackt und niedergeschlagen. Als er hilflos im Straßendreck liegt, eilt ihm ein Leutnant zu Hilfe und redet beruhigend auf uns ein. Widerwillig lassen wir den Oberleutnant frei. An diesem Tage bleibt jede weitere Übung aus. Die Offiziere haben erkannt, dass mit Strenge allein hier nicht zu machen ist. Es mag daran liegen, dass die Moral in der Mannschaft gelitten hat und vielen inzwischen alles wurscht ist. Auch wenn einige Offiziere sich nun gutig geben, Oberleutnant Griesler bleibt derselbe. Schon bereuen wir, diesen großen Flegel so einfach davongelassen zu haben. Abwechselnd beziehen wir die ausgehobenen Stellungen in der Verteidigungslinie. Neben der Kälte macht uns das Wasser in den Schützengräben sehr zu schaffen. Das Wasser fließt nicht ab, sondern bleibt stehen. Die Lage ist zum Verzweifeln. Es ist Weihnachten, aber es besteht keine Aussicht auf Frieden. An der Front werden die Russen unruhig. Unsere Artillerie schießt über unsere Köpfe hinweg. Wenn ich doch nur aus dieser Hölle fort könnte, selbst der Arrest wäre mir lieber, als über den Winter hier zu bleiben. Einige aus unserer Kompanie werden abgelöst und kommen nach Lemberg, um dort als Metallarbeiter Dienst zu tun. Viele von ihnen haben nie zuvor in diesem Beruf gearbeitet. Mir lässt das keine Ruhe. Hätte ich mich doch auch dazu gemeldet. Leider habe ich mich davon abschrecken lassen, als uns gesagt wurde, dass jene, die die Prüfung nicht bestehen, wieder zurückgeschickt und bestraft werden. Bis zur Rückkehr und Bestrafung würden doch mindestens 4 bis 5 Wochen vergehen und dann wäre es schon ein wenig wärmer. Einige Wochen später kommt tatsächlich der Befehl, dass alle sich melden sollen, die von der Eisenbranche sind, jedoch ausdrücklich nur Metallarbeiter. Sogleich lasse ich mich als Eisendreher aufschreiben. Neben mir tun dies auch noch 5 andere Männer aus unserer Kompanie. Insgeheim freue ich mich, dass es nicht mehr sind, denn so stehen meine Aussichten gut. Es ziehen einige Wochen ins Land und ich verliere allmählich die Hoffnung, als es plötzlich heißt, dass die Uniform und die Ausrüstung abzugeben sind. Ich werde in alte Fetzen eingekleidet und zum Bahnhof geschickt. Auch wenn ich heilfroh bin, dieser Hölle entkommen zu sein, habe ich Mitleid mit den Kameraden, die bleiben müssen. Der Abschied von ihnen fällt mir schwer. Dennoch werden meine Schritte immer schneller, denn ich fürchte, noch einmal zurückgerufen zu werden. In Lemberg werden wir in einer Zitadelle einquartiert. 5 Tage dauert es, bis wir geprüft werden. Täglich gibt es Sauerkraut zu essen. Wir lagern auf der Erde ohne Stroh. Die Nächte sind kalt, aber erträglicher als in der Stellung. Endlich kommt der Tag der Prüfung und ich habe Angst, nicht zu bestehen. Doch es klappt alles besser als von mir erwartet. Auch die meisten meiner Kameraden kommen durch. Am nächsten Tag werden wir abgefertigt und in einen Zug gesetzt. Für uns ist es kaum zu glauben, als sich der Zug in Bewegung setzt. Über Krakau fahren wir in unser liebes Wien, wo wir zu Hause sind. Wir müssen die ganze Fahrt stehen, aber das macht uns nichts aus. Hauptsache, wir sind fort von dieser Hölle, von dem scheußlichen Graben und dem Krieg.
Zum neuen Jahr 1917 kommen wir am Nordbahnhof in Wien an. Mein erster Weg geht nach Hause. Es gibt ein herzliches Wiedersehen. Meine Frau und die Kinder weinen vor Freude, dass ich wieder in der Heimat bin. Ich werde einem Arbeitskader zugeteilt. 4 Wochen lang fahre ich täglich mit der Straßenbahn nach Gerersdorf bei Wien, um dort Verteidigungsstellungen niederzureißen. Im Anschluss geht es zu weiteren Arbeitseinsätzen nach Groß-Enzersdorf, nach Johannesberg und Wieselburg. Dort gibt es ein Lager, in dem 10.000 russische Kriegsgefangene interniert sind. Diesen Menschen geht es sehr schlecht. Die Österreicher, die über dieses Lager die Aufsicht haben, sind Verbrecher. Sie lassen die Gefangenen hungern. Treffen Liebesgaben aus ihrer Heimat ein, so müssen sich die Gefangenen dieses für teures Geld kaufen. Von Wieselburg geht es weiter nach Linz. Dort arbeite ich als Eisendreher in der Bahnhofswerkstatt. Die Arbeitsbedingungen sind gut, ich darf in Zivil gehen, privat wohnen und mich auch selbst verpflegen. Daher miete ich mir ein Zimmer in der Kroatengasse 40 bei einem Seniorenehepaar. Es sind ehrliche Leute, bei denen es sich gut leben lässt. Der Herr des Hauses ist ein pensionierter Eisenbahner. So oft wie möglich reise ich sonntags zu meiner Familie nach Wien. Die Lebensmittelversorgung in Linz verschlechtert sich mit dem Fortschreiten des Krieges. Fleisch, Bier und Wein werden zur Mangelware. Auch das Brot wird immer kleiner. Möchte man am Sonntag in einer Gastwirtschaft zum Essen einkehren, so muss man sich schon am Samstag beim Wirt melden. Sonst bleibt der Magen leer. Einmal verpasse ich die Anmeldung und muss deshalb bei einem Bauern betteln, damit er mir für 1 Krone eine Handvoll Kirschen verkauft. Die Situation verschärft sich zunehmend und bei der Arbeit fallen die Menschen vor lauter Hunger um. Aber aufhören, mit dem Krieg führen, das will man scheinbar nicht. In der Bahnhofswerkstätte wird eine Personalküche eingerichtet, von der wir unser Essen bekommen. Das Futter dort ist zum Krepieren. Mal gibt es Kuddelfleck aus Pansen mit Kraut, dann Blutsterz aus Schweineblut, dann Rübenkraut. Fleisch ist die ganze Woche nicht zu sehen. Für die Freizeit werden Marken ausgegeben. Die gibt es für Brot, Fleisch, Mehl, Tabak, Schmalz und Zucker. Sogar Biermarken gibt es. Was es nicht gibt, das sind die Lebensmittel dazu. Die Menschen haben nicht einmal das Notwendigste. Viele sind abgemagert, nur noch Haut und Knochen. Der Krieg will nicht enden. Ich sehe Soldaten, die mit Lumpen verbunden sind, weil Verbandsmaterial fehlen. Neugeborene werden in Papier gewickelt. Oftmals fehlt es an Milch für sie. Zum Rauchen gibt es nur noch Buchenlaub, welches mit etwas Tabak gemischt verkauft wird. Es ist Sommer im Jahr 1918. Inzwischen ist jedem bewusst, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis alles zusammenbricht. Täglich brechen Schwärme von Menschen aus der Stadt zu den Dörfern auf, um den Bauern ein wenig Nahrung abzukaufen. Hamstern, so nennt man das. Die Not ist so groß, dass auf der offenen Straße Menschen wegen Entkräftung zusammenbrechen. Viele verhungern. Die Zeitungen geben täglich neue Durchhalteparolen heraus. Nur noch ein paar Monate aushalten, nur noch ein paar Berge müssen erobert werden und der Sieg wird unsicher sein. Wer soll diesen Schwindel noch glauben? Nachwort. Im November 1918 endet der Krieg. Die Kriegsgewinner, jene, die von dem ganzen Leid finanziell profitiert haben, verkrochen sich aus Angst vor den zurückkehrenden Soldaten in alle Winkel. Rückblickend betrachtet wäre es wohl besser gewesen, diese Herrschaften wegzusperren. Das, was sie uns mit diesem Krieg angetan haben, spottet jeder Beschreibung. Nach diesem Krieg gab es zunächst keine Arbeitslosen mehr. Jeder verdiente sich sein Brot mit eigener Hände Arbeit. Uns Arbeitern ging es unter der neuen sozialdemokratischen Regierung ein wenig besser. Aber es gab auch Neid. Es wurde viel darüber geschimpft, dass die Waschfrau mehr Geld verdient als ein Ingenieur oder der Klempner mehr als ein Hofrat. Leider hielt dieser Aufschwung nicht lange an. Das Kapital, das den verheerenden Krieg erst möglich gemacht hat, begann wieder zu erstarken. Menschen verloren ihre Arbeit und damit das Vertrauen in die Politik. Auf offener Straße kam es zu Kämpfen zwischen Arbeitern, die verschiedene politische Ideologien vertraten. Der Nationalsozialismus ergriff Italien, Deutschland und auch Österreich. 1938 wurde Österreich vom Deutschen Reich annektiert. Viele hofften,
dass sich ihre Situation unter Hitler verbesserte. Ich hätte heulen können wie ein Schlosshund, denn ich spürte, dass Hitler Krieg bedeutet. Nur ein Jahr später war der Krieg zurück. Weil ich meinen Unmut darüber Luft machte, wurde ich pensioniert, verlor meine Stelle und meine Wohnung. Mein Sohn und meine Schwiegersöhne wurden zum Militär eingezogen. An der Ostfront ist mein Sohn gefallen. Otto kommt nicht mehr zurück. Sissi, meine Tochter, wurde von amerikanischen Bomben am 12. März 1945 erschlagen. Meine Frau starb am 7. August 1945 an Unterernährung. Es war mir ein Verlangen, das alles aufzuschreiben. Auch um jene, die dies lesen, zu warnen. Ich habe im Krieg jeden Glauben und auch jedes Vertrauen verloren. Zu oft sind wir alle von Schurken belogen und verführt worden. Da ich es selbst mitmachen musste, den Schwindel und Betrug mit eigenen Augen gesehen habe, rate ich jedem, nicht blind durch die Welt zu gehen.